Unendliche Weiten. Wir schreiben das Jahr 2011. An einem windigen Pfingsttag war eine Gruppe Menschen in mehreren Wattwagen in der Nordsee unterwegs. Was war ihr Ziel? Wieso nahmen sie Wind und Wetter auf sich? Nach einem Jahr sehen sie sich zu Pfingsten 2011 endlich wieder. Die Sportler und Musiker des Partnerschaftsvereins Villers-Saint-Paul und Hambergen. Am Morgen des 11. Juni rollten nach einer 12 Stunden langen Fahrt die Busse aus Frankreich ein. Nach einer herzlichen Begrüßung ging es in die Uwe Brauns Halle. Dort gab es für alle Gäste und Teilnehmer ein gemeinsames Frühstück. Es folgten viele Reden, Geschenke wurden ausgetauscht und der Bürgermeister von Hambergen, Reinhard Koch, übernahm den offiziellen Teil. Nach dem Essen gingen die Gäste aus Villers-Saint-Paul zu ihren jeweiligen Freunden und Familien. Christian, der Trainer der französischen Judoka, und sein Sohn Fabian machten einen Kurzstopp bei Hans-Jürgen, um dort Mittag zu essen. Bis es soweit war, konnten sich die beiden noch ein wenig von der langen Fahrt erholen. Nach dem Essen wurden sie in einer wunderschönen Pension untergebracht, in der es ihnen an nichts fehlte. Es gab sogar Croissants für unsere Franzosen. Am Nachmittag trafen sich dann alle Judoka in der Sporthalle in Hambergen. Dort warteten bereits die Judomatten. Es folgte die Begrüßung nach der Judo-Regel und es gab noch mehr Geschenke. Unter der Regie von Trainer Oliver begann das Training. We'll be right back.
Nach all dem Hüpfen, Springen und Strecken folgten die Judo-Rollen. Sie dienen dazu, dass sich ein Judoka beim Kämpfen nicht verletzt. Und dann begannen die Kämpfe. Es folgte die Siegerehrung. Mit einem Punkt mehr gewannen unsere französischen Gäste. Für alle war es ein tolles Erlebnis und auch auf eine Silbermedaille war man stolz. Am Abend wurde gegrillt. Hier zeigten sich die weiteren Stärken der Musiker und Sportler. Wer hier am meisten gegessen und getrunken hat, ist allerdings nicht bekannt. Es gab auch ein Kulturprogramm mit flotter Live-Musik. Und eine echte Europaabgeordnete hielt eine Rede über den Schuldenabbau. In all my mind. Oh boy, I cry.
An einem wunderschönen Pfingstsonntag, das Wetter hätte in diesem verregneten Sommer wirklich nicht besser sein können, fuhren alle nach Cuxhaven. Während der Fahrt konnten sich unsere französischen Freunde über unseren Atomausstieg informieren und unsere Windräder bestaunen. Girl, I need you in my arms. 'Cause the door is closed, you're not there. I feel so all alone. Oh girl, I got you under my skin. 'Cause you're in my heart, in my soul and all my mind. In Cuxhaven angekommen, war ein Picknick im Freien angesagt. Diese Stärkung war notwendig, denn der Tag sollte noch sehr lang werden. Dann teilten wir uns auf, um den Ort zu besichtigen. Eine Gruppe besuchte das Wrackmuseum. Anschließend ging es mit Kutschen auf eine romantische und aufregende Wattwagenfahrt zur Insel Neuwerk durch den Nationalpark Wattenmeer. 13 Kilometer bei Ebbe, bei Wind und Sonnenschein durch die Nordsee und wieder zurück. Allen hat es gefallen und alle hatten einen wunderschönen Eindruck von der Insel Neuwerk und ihrem alten Leuchtturm erhalten. Zurück und endlich wieder festen Boden unter den Füßen. Die Heimreise nach Hambergen konnte beginnen.
Nach einer kurzen Erholungspause wurde wieder gefeiert. Bis tief in die Nacht wurde geschlemmt, getanzt, diskutiert und gelacht. Where are the lovers?
like you and